Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es tatsächlich seit langem mal wieder weiter mit dem Expo. Wir sind mal wieder bei Benny, BK Performance, und müssen heute mal seinen Prüfstand missbrauchen. Und zwar steht ja immer noch bei dem Auto der Motor bei der Firma SAR in Paderborn. Haben wir ein bisschen aus dem Auge verloren. Ist auch nicht schlimm, hatten ja genug Projekte. Aber das soll jetzt langsam weitergehen. In der Zwischenzeit hat die Firma Wagner Tuning aber einen neuen Ladeluftkühler gebaut für dieses Gerät. Und den testen wir jetzt einmal für die Jungs. So, das heißt generell erstmal zu dem Auto. Es handelt sich um einen Luft-Wasser-Ladeluftkühler. Das heißt, dadurch, dass es hier hinten bei dem Motor natürlich schwierig ist, irgendwo einen Ladeluftkühler zu positionieren, der vom Fahrtwind angeströmt wird, haben die Ingenieure sich damals überlegt, sie hängen da unten rein, man kann es noch nicht mal filmen, aber übertrieben gesagt, da ist er, hängt der Ladeluftkühler. Das heißt, da geht die Luft durch und zeitgleich geht Wasser durch. Und dieses Wasser kühlt die Luft runter. Deswegen hat das Auto auf beiden Seiten auch zwei Wasserkühler. Das ist einmal der kalte Wasserkreislauf für den Ladeluftkühler und dahinter der warme Kreislauf, um den Motor zu kühlen. So, jetzt kamen wir auf die Idee, eigentlich ist es gar nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern Wagner hatte tatsächlich Interesse daran, für dieses Auto nochmal einen Kühler zu bauen. Ich glaube, die Originalen gibt es nämlich auch nicht mehr zu kaufen oder so. Den könnt ihr ja mal upgraden. Achtung, René. Könnt ihr mal ja mal upgraden. Also, so wie das bei denen üblich ist, irgendwann zeigen wir euch das auf jeden Fall nochmal, wurde das Auto gescannt. Also wir haben das Auto hingebracht, Bauraum wurde gescannt, dieser Kühler wurde konstruiert. Jetzt gibt es die ersten Prototypen und jetzt ist es meine Aufgabe, das Ganze am Ende wieder zu testen, ob es auch was bringt. So, kurz zum Kühler. Was man als allererstes sieht, komplett Aluminium. Der ist auch schon fast Aluminium, allerdings ist hier noch ein Kunststoffstutzen dran. Das Ding ist komplett Alu. Das heißt, keine Ahnung, der kann mit Sicherheit 5 Bar ab, bevor der platzt. Das ist ein Punkt. Dann ein Punkt, ich habe ein bisschen auswendig gelernt, es geht ein Drittel mehr Luftmasse durch. Das heißt, theoretisch müssten wir eine Leistungssteigerung messen können. Ist natürlich nur minimal, weil das Steuergerät gegenregelt. Und zusätzlich hat er ungefähr 80% mehr Volumen. Was natürlich auch für die Kühlwirkung besser ist. Dieser hier sieht auch wirklich erstaunlich klein aus für so ein Auto. Plus, wenn du hier reinfüllst, haben die so ein ganz, ganz grobes Netz. Also das ist alles andere als fein und hat auch nicht so viel Fläche. Ja, passt auf jeden Fall Plug and Play in das Auto rein. Gibt alles mit dazu, was man zur Montage braucht. Den Schritt haben wir mal übersprungen. Und jetzt werden wir das Ganze hier nämlich durchmessen. Dafür haben wir diverse Typ-K-Sensoren verbaut. Das heißt, hier sieht man es jetzt gerade schön. Das hier ist eigentlich ein Sensor und die Messspitze steckt unter dem Kabel in der Flüssigkeit. Das Ganze haben wir quasi Wasser vor und hinter dem Wasserkühler und auch noch Luft vor und hinter dem Ladeluftkühler. So, das heißt, wir messen die Temperatur vor und hinter Ladeluftkühler, vor und hinter Wasserkühler. Und dann gucken wir uns an, wie sich das Ganze verhält. Die müssten jetzt alle ziemlich gleich sein, weil das Fahrzeug jetzt ein bisschen länger steht. Genau. So. Warum machen wir das? Weil ich war, wie lange ist das her? Ich war natürlich Anfang Januar mit dem Fahrzeug schon mal hier. So, also wir messen jetzt 35% Bremse bei 130, bis der Schaltblitz angeht. Da haben wir den Originalkühler vermessen. Das machen wir jetzt mal einfach ganz einfach. Wir gucken uns zusammen einmal das Ergebnis an. Das war nämlich schon nicht ohne. So. 30. Januar, Jungs, da. Da hatten wir unter Last 27 Grad Wassertemperatur, was eigentlich noch recht kalt ist für den Kreislauf. 151 Grad vor dem Ladeluftkühler und 59 Grad hinter dem Ladeluftkühler. Original Ladeluftkühler. Und 60 Grad
ist auf jeden Fall schon so viel für einen Motor, dass das Steuergerät definitiv anfängt schon gegenzuregeln, zieht ein bisschen Zündung, weil natürlich die warme Luft eher zum Klopfen neigt als eine kalte Luft. Das heißt, wir werden jetzt das Gleiche nochmal machen und gucken, was die Temperaturen machen. Vorher werden wir allerdings eine ganz normale Leistungsmessung machen. Ich weiß jetzt gar nicht, was damals rausgekommen war, aber wir können es uns ja zum Glück angucken. Waren ungefähr 265 PS. Ich hätte ehrlich gesagt mehr gedacht. Ja, ich auch. Sind es aber nicht. Okay. Sind definitiv über 265 PS, so wie er hier steht. Was hat er eigentlich Standard? 230, 240. Okay. So, 240, glaube ich. Also das ist ja der kleine. Ich meine, der 230 oder 240. Und genau, also wir machen erstmal einfach eine Messung, sobald Benni gleich da ist. Und anschließend werden wir, das Problem ist, dieser Wasserkreislauf ist natürlich träger als ein Luft-Luft-Kreislauf. Das heißt, wenn wir einen messbaren Effekt haben wollen, müssen wir anschließend die Bremse einstellen. Wir haben letztes Mal 35% gemacht. Das heißt, der Prüfstand dreht nicht frei, sondern wird gebremst. Und dann können wir eine ähnliche Last erzeugen wie auf der Straße. Dann können wir wirklich 2000 Umdrehungen eintreten und wirklich eine halbe Minute lang Vollgas fahren. Es wird hinten alles glühen, hat letztes Mal auch alles geglüht. Und so sieht man, wie sich das System aufheizt. Also man denkt, es kann nur alles auseinanderfallen. Aber ja, ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir machen einfach mal Leistungsmessungen und dann sind wir schlau. In dem Fall ein dunkelgrauer und ein weißer Pulli. Weißer Pulli, absolut voll mein Favorit. Wenn der strahlend weiß und sauber ist, sieht der richtig geil aus. So, Benni, was auf jeden Fall schon mal krass war, er hat es tatsächlich geschafft. Wassertemperatur gleich Ansauglufttemperatur. Das ist richtig gut. Also wir hatten ungefähr 20 Grad Wassertemperatur und ich habe auch so 20 Grad im Augenwinkel gesehen Ansauglufttemperatur. Hammer. Also in dem Bereich funktioniert es scheinbar wirklich so gut, dass da was geht. Ja. So, jetzt zeig uns doch mal bitte als allererstes die Messung, als wir letztes Mal im Januar hier waren. Ja, das wäre diese Messung hier. Ah, 269 waren es, schon über mein Haupt. Ich habe ein paar PS unterschlagen. 269 PS. Ist das okay für so ein K03? Weil du machst ja, die Dinger, sehr gut. Du machst die Dinger wie Sand am Meer eigentlich. Ja, richtig gut. Okay, also das ist auch schon wirklich ausgequetscht, ja, da geht nichts mehr. Das ist richtig gut. Es gibt dann so Pseudo-Angaben mit 290 oder so, aber... Da hat Sascha also das riecht gut. Etliche Male Plus gedrückt. So ja, ungefähr. Ja, hat er. Auch Drehmoment ist richtig gut. 416 Newtonmeter. Ja, ist echt gut. So, okay. Und jetzt haben wir hier unsere Messung von eben. Ja, machen wir mal da drüber. Oh, okay. Ja, also wir können schon von einer Leistungssteigerung sprechen. Sind in dem Fall 4 PS. 8 Newtonmeter mehr. Jetzt aber das Aber. Weil hier wird es interessant. Mhm. Und zwar hier sieht man sehr schön, wo wahrscheinlich der Serienladeluftkühler irgendwann an seine Grenzen stößt. Mhm. Der fährt ja dann in die Temperaturregelung. Mhm. Und wir haben hier dann schon 11 PS mehr. Ah, krass. Ja. Okay, stimmt. Ja. Also ab hier, wo die rote Linie vorher, da war es ja ungefähr gleich. Kann natürlich sein, dass er dann hier ab 5,5, 60 Grad Zündung gezogen hat. Ein bisschen. Genau. Ne? Und dementsprechend dann schwächer wurde. Ne? Genau. Okay. Und dieser Effekt, das ist jetzt eine Messung. Jetzt fahr das Ding mal Rennstrecke, dann ist dieser Effekt noch viel, viel größer. Der war auch auf der Rennstrecke extrem temperaturanfällig. Ich weiß noch, wir haben teilweise Kühlwassertemperaturen so von 115 Grad gehabt. Ne? Alter, Kühlwasser? Genau, und das ja noch nicht mal mit richtiger Leistung. Jetzt stell dir vor, du hast mit dem 400 PS auf dem Kreislauf. Ne? Okay, aber wenn man das schon so in einer Messung sieht, dann möchte ich das mal auf der Rennstrecke sehen. Das ist, dann ja, macht sich ja der Kühler genau, richtig... Genau, in dem Bereich, wo wir fahren, stimmt, haben wir definitiv 10 PS mehr für nichts. Ja. Das ist doch ganz okay. Ja. Und dann wäre jetzt ja sogar noch die Frage, wahrscheinlich je mehr Messung wir machen, je mehr wird sich das Steuergerät auch wieder an die neue Luftmasse zurechtregeln. So, ne? Ja, und die, der Unterschied wird immer größer, ja, weil ja, der Serienkühler halt einfach voll ja, schnell an seine Grenzen kommt. So, jetzt müssen wir 35% Bremse einstellen. Ja.
Und dann mache ich nochmal einmal gar keine Messung, sondern einfach nur einmal ab 130 hatten wir letztes Mal bis Begrenzer beschleunigt. Ja, okay. Wird elendig lange dauern und sich anhören. Du musst auf jeden Fall, René, so ein bisschen filmen, dass man Krümmer sieht, weil das glüht wirklich alles. Mhm. Und zeitgleich gucke ich auf die Anzeige, was da so temperaturtechnisch steht. Ne? Nochmal okay. Zur Erinnerung, wir hatten vorher 60 Grad Ansauglufttemperatur bei der Messung und vor Ladeluftkühler 151 Grad. Heftig, ne? Ja. Was der ackern muss, ne? Da kommt schon was raus. Ja. Okay. Mal halt. Ganz schön geglüht. Also selbst ich kriege da als Fahrer schon ein bisschen Angst. Angst im Sinne von, du wartest halt wirklich leider nur drauf, dass ein Knoll rausfällt, ne? Ja, das hört sich auch von außen echt so, krass und das, an. Das Krasse ist ja, auf der Straße ist es ja, glaube ich, noch krasser eigentlich. Weißt du, weil... Du kriegst es nicht so mit. Genau. So, ne, da konzentrierst du dich auf den Verkehr und so weiter, ne, und ich, weiter. So, jetzt aber das Positive, also Firma Wagner mal wieder wirklich einen richtig guten Job gemacht. Auch wenn es jetzt ein bisschen Werbung ist aber wirklich die Wahrheit. Wir blenden es hier mal ein, 30 Grad war Maximum, was ich gesehen habe. Mhm. So, 30 Grad, vorher 60 Grad. Das ist echt gut. So, das ist richtig krass. Und das bei einer fast identischen Eingangstemperatur. War wieder so um die 150 Grad. Mhm. Wassertemperatur war auch das gleiche wie bei der letzten Messung. Hatten bei beiden Messungen zwischen 25 und 27 Grad Wassertemperatur. Mhm. Und er schafft es wirklich, also der Kühler ist jetzt einfach von der Größe her so ausgelegt, dass er es tatsächlich schafft, diese Luftmasse passend zur Wassertemperatur runterzukühlen. Weil das war mit dem alten Kühler nicht der Fall. Der alte Kühler hatte 25 Grad Wasser, aber 60 Grad Ausgangstemperatur. Mhm. Das heißt, der Kühler hat es gar nicht geschafft, das umzusetzen. Funktioniert gut, sehr, sehr gut. Das passt, ne? Ja, echt gut. So. Kann jetzt ja der große Motor rein, ne? Ja. Jetzt, wo der Kühler schon mal passt, kann der große Motor rein. Ja, nee, ich glaube, mit mehr Leistung wird das dann schon abartig fahren. Das fällt ja so schon richtig gut, das Teil. Ja. Also das wird schon... Ja. Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, danke, dass wir einen Prüfstand benutzen können. Gerne, kein Problem. Danke an die Firma Wagner, dass wir diesen Kühler testen durften. Der wird jetzt bald erhältlich sein. Ich freue mich drauf, dass jetzt irgendwann hier der neue Motor reinkommt und wir dann auf diversen Rennstrecken ein bisschen Spaß haben. Ja, geil. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.